Ich habe heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite und zwar ist das Edgy. Oh, das war gut. Oh. Das war gut. Und wir werden heute eine Challenge zusammen machen. Die Kopf-Challenge, vielleicht kennt ihr das. So, we will start and I think we have to think. Do you wanna help me? No. Help me? I'll take three. So we have to pick the papers and then we have to... What's the name in English? Okay. And the other one has to guess song. Do you want to start? Video. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir werden heute etwas gigantisch riesiges zusammen vollbringen. Und zwar werde ich heute versuchen. Basteln! Auf jeden Fall wirklich, dass man ihn essen kann. Ich habe mir dazu 50 Chewing Kits gekauft. Chewing. Man braucht dafür nämlich eine Kaugummi-Oma. Und die kann man irgendwie nirgendwo kaufen, außer in diesen fertigen Packungen hier. Ich habe schon mal die größten Eier der Welt geleckt. Und auch die größte Zuckerfosse der Welt. Ich packe jetzt mal die Eier hier aus und wir gucken mal, was da überhaupt drin ist. Ich habe mir 50 Stück gekauft. Einer soll für eine Packung soll für 150 Kaugummis reichen. Das heißt, ich habe jetzt Rohmasse für 350 Kaugummis und ich hoffe, dass damit ein sehr großer Kaugummi entstehen kann. Eierschale. Kaugummi Rohmasse. Puderzucker. Bevor das Video losgeht, will ich euch unbedingt noch ein richtig geiles Arschfick-Spiel zeigen. Und zwar Rise of Rice. Damals war es. Ich mag das spielen. Nein! Oh, jetzt hat Max mein Dorf angeschossen. Oh Mist! Ich bin kein Meisterschaft. Guck mal, Amsas. Einmal. Du kümmerst dich um Knecht Aura. Unsere Schätzmaschinen entfernen keine Flecken. Aber für mich und mein Gras. Smoke weed every day. Du kaufst ein neues Sonnenbildschirm, du Sau. Eine Woche später ist es eine Woche später. Du bist ein Spast. Du denkst du noch immer deine alte Oma an Kochen. Komm schon, let's go, lass dich endlich erhängen. Kacken ist echt scheiße, zieh das Kokain. Power, ich kann kaufen. Es gibt genau zwei Sachen, die Bibi und ich über alles hassen. Und zwar Bibi hasst Marzipan. Und ich hasse Bibi. Habibi. Yalla, Habibi. Auf die Plätze, fertig, los. Oder steht ihr schon? So, los. Oder steht ihr? Ich will nicht. Das ist so ekelhaft. Auf jeden Fall wird die Challenge folgendermaßen aussehen und zwar müssen also ist müssen so, wir ich uns habe ja warum weil gegenseitig ich mit so 1, 2, 3 mit dem Band ein
Ja, hat so eine kleine hysterische Scheiße. Ja, erst habe ich die Tür aufgemacht, habe halt da drauf gepinkelt und ich gebe dem Julian so den Schwangerschaftstest und sage, ich bin fertig. Also ganz kurz meine Version, ich stand so in meinem Kleiderschrank, habe irgendwas wieder einsortiert. Auf jeden Fall ging dann die Tür auf und so, kennt ihr das dann so plötzlich alle und einfach vorbeifliegen? Ach krass, guck mal. Und dann, Und sie sonst wirklich so. Und der Raphael steht wirklich so da. Und trinkt so da. Man geht einem tausenden Kopf durch den Hintern und ich war anal so überfordert. Wie fett bin ich eigentlich schon? Das ist die nächste Frage. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was denkt ihr? Ihr habt ja Bibis Video in den Bauch gesehen. Bianca, wie fett bist du schon? Sag ich nicht. Wir hatten vor ein paar Tagen noch einen Frauenarzttermin. Dem Frauenarzt geht's gut und jetzt fängt mein Bauch halt wirklich langsam an zu wichsen. Es kann ja nicht jeder Mensch schwanger werden. Ich komischerweise nicht. Ach krass, guck mal. Ich glaube, das war jetzt erstmal zugelabert. Die gröbsten Informationen über das, wie es aller gerade geht oder generell. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Nein, das heißt doch nicht Schnauze! Selbst wenn ich meinen Nachbar oder nicht getroffen habe, nervig ist okay. Nein, das heißt doch nicht Schnauze! Ach, du wohnst hier? Ja. Ach, cool. Hast du schon immer rote Haare? Nein. Ganz neu gefärbt? Ja, es läuft, ne? Nein, das ein bisschen aus. Nein, das sieht. Wir hätten gerne ein Schokoweckchen und gerne ein Schokoweckchen und gerne ein Schokoweckchen. Und habt ihr auch belegte Brötchen? Ja. Ah, einfach ein ganz normales Brötchen mit Käse belegt. Würde ich nehmen. Gar nichts. Gar nichts. Ja, alles auch super. Gar nichts. So, wir sind gerade zufälligerweise an einem Laden so halb vorbeigegangen. Wir hatten die Idee, dass wir einfach ein paar Blusen kaufen und ein paar Leute damit auf der Straße glücklich machen. Ich würde sagen, das zählt auch als Kompliment. Die Frau, die nicht weiß, Marie Joanna. Und wie viel Erfolg, Thorsten? Gibt es. Team Influencer. Für alle, die sagen, was ist denn das? Wie würdet ihr jetzt erklären, was ihr macht? Also wir verwaschen einfach sehr junge Menschen. Das machen wir immer noch. So kann man es beschreiben. Und da gucken ja viele Menschen. Wie viele Follower habt ihr zurzeit aktuell? Kennt ihr die Zahlen eigentlich immer? Um die 5 und bei mir um die 3. Also 8 Follower. Das ist scheiße. Die da oben, unsere Wer macht, wählt zunächst aus. Und zwar aus 3 Kategorien. Ich hätte für euch heute Essen und Stinken oder Hits und Hitler oder Thorsten. Ich fange mal an mit Mario Anna. Die hat sich entschieden für Hits und Hitler. Und Thorsten nimmt Thorsten. Hast du nachgedacht? Alter, halt deine Fresse. Was wollt ihr? Ja, komm, probier den Hits und Hits. Ja? 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 Ja. Nein. Ja? Nee. Ja? Ja, finde ich gut. Okay, wir probieren. Hits und Hitler spielen wir mit Marie. Ich möchte wissen, Meme. Ich möchte wissen, was zahlt man, wenn man sich einen Elefanten ausleiht? Hat sich total überfordert aus dem Staub gemacht. Ich würde auf jeden Fall Elefanten Der 16-jährige Freund der Schwangeren hat sich total überfordert aus dem Staub gemacht. Ich muss hinten mit Rücken desinfizieren. So. Steche dann. Der 16-jährige Freund der Schwangeren hat sich total überfordert aus dem Staub gemacht. Gut, ja, dann gebe ich euch beide einen Punkt, was richtig ist. Das stimmt. Was? Komm, schau mal rum. Guck mal hier aufs Bild. Das kann nicht sein. Also, Sie haben damit jetzt auch in keinster Weise gerechnet. Nein. Die Patientin war ja recht adipös, so dass man augenscheinlich jetzt noch nicht unbedingt was sehen konnte. Beim Abtasten ist mir aber aufgefallen, das Mädel ist schwanger gewesen. Ich habe sogar voll die coolen Ideen für richtig geile Videos und dann kommt einfach so ein Scheiß dazwischen. Der 16-jährige Freund der Schwangeren hat sich total überfordert aus dem Staub gemacht. Ich muss hinten den Rücken desinfizieren, steche dann in die Beine und in den Bereich des Rückenmarks. Das heißt, dass die Schmerzen immer noch vorhanden sind. Das war so strange. Jetzt steht nur noch eine Versöhnung mit ihrem Freund aus. Obwohl sie nichts von einer Schwangerschaft geahnt hat, könnte die Schülerin kaum glücklicher sein. So wird die Minderjährige eine Betreuung des Babys in Anspruch nehmen, um ihren Schulabschluss und eine Ausbildung zu machen. Der Vater hat sich nach dem ersten Schock verantwortlich gezeigt und freut sich auf das Baby.